Hallo, hier ist Thor Alexander und der Max von der Stuttgarter Meetup-Gruppe. Wir sprechen heute in der 8. Folge des Blockchain-Espressos über das Meetup, was am 3.11. in Stuttgart online stattfand. Und Thema war dezentrale Plattformtechniken. Und das geht eigentlich auf eine Idee vom Jochen zurück, Jochen Kasperre, den wir bei uns ja auch mal im Podcast hatten. Und zwar die Amerikaner haben ja diese Plattformwirtschaft. Das heißt, alles läuft über eine Plattform. Die Plattform kennt die Lieferanten, die Plattform kennt die Kunden. Bei den Chinesen ist eher das Geschäftsmodell die staatliche Steuerung und da ist die Idee aus Europa, was dagegen zu setzen, was den Genossenschaftsgedanken, also alle arbeiten in die gleiche Richtung, aber sind in bestimmten Bereichen trotzdem Wettbewerber, aber bei der Infrastruktur sind sie halt Leute, die zusammenarbeiten. Das war so das Grundthema. Jetzt übergebe ich das Wort an dich, Max. Wer war denn alles da und was haben die aus deiner Sicht Interessantes gesagt? Genau, ja, hallo Thor, nochmal danke für die Einladung. Genau, bei dem Blockchain-Meetup ging es um dezentrale Plattformökonomien und Co-Petition. Und wir hatten da als Keynote-Speaker den Thomas Müller, der ist CEO von Even Network. Dann hatten wir noch den Harry Behrens gehabt, der ist CTO von BlockSmooth. Leider konnte Markus Büsch doch nicht mit dabei sein, um sozusagen den rechtlichen Teil abzudecken. Aber mit den anderen beiden hatten wir dennoch spannende Diskussionen gehabt. Und gerade so bei Thomas Müller hat eher so einen Grundriss und die Grundlagen für diesen Co-Petition-Gedanken gegeben, was letztendlich Co-Petition überhaupt bedeutet. Und Harry Behrens hat vor allem eher so praktische Einblicke gegeben, wie so etwas umgesetzt werden kann und wie sowas wirklich konkret auch aussieht. Dann erklären wir den Begriff Co-Petition. Also Co-Petition ist letztendlich ein Begriff aus zwei Wörtern, nämlich einmal aus Cooperation, also Zusammenarbeit. Und das zweite Wort, Kooperation, genau. Und das zweite Wort ist Competition, also auf Deutsch Wettbewerb. Und das ist sozusagen, dass man auf der einen Seite mit Wettbewerbern zusammenarbeitet für eine gemeinsame Struktur, für gemeinsame Standards, um letztendlich mit den Produkten auch gegeneinander antreten zu können, dass man eine gemeinsame Dateninfrastruktur beispielsweise hat. Eigentlich ein gutes Beispiel für den Competition-Gedanken ist sogar das Thema aus dem Sport, weil in der Fußballliga beispielsweise hast du auch mehrere Fußballvereine, die miteinander zusammenarbeiten müssen, eine gemeinsame Liga aufstellen mit gemeinsamen Regeln, wann die wöchentlich immer spielen. Aber letztendlich sind es auch Wettbewerber, die gegeneinander antreten mit ihren Produkten als Verein. Praktische Beispiele hast du gesagt. Was hat der Harry da an Beispielen gebracht? Naja, eines seiner Beispiele ist natürlich seine eigene Plattform, die Mobility BlockSmooth Plattform, bei der es darum geht, dass man auch eine kooperative Plattform hat, wo unterschiedliche Anbieter auf einer gemeinsamen Infrastruktur zusammenarbeiten können. Das heißt, man hat die Möglichkeit, dass verschiedene digitale Identitäten sozusagen auf dieser Dateninfrastruktur miteinander interagieren können, Tokens austauschen können, Transaktionen können ausgelöst werden und andere Anbieter, die beispielsweise mehrere Autos jetzt in dem Mobilitätsfall haben, die können auch genauso auf Kunden und auf Daten von Wettbewerbern zugreifen. Und letztendlich ist dann der Wettbewerb, wer hat das bessere Produkt. Wobei man beim Harry sagen muss, ich kenne ihn auch persönlich, hatte ihn bei mir einige Male in Meetups. Wir mussten dann noch ein zweites ansetzen, weil wir beim ersten nicht durchgekommen sind. Der Harry hat früher für den Daimler-Konzern gearbeitet und dort die Blockchain-Sparte geleitet und oder maßgeblich mitgestaltet. Und er hat dann Teile aus Daimler rausgekauft, weil Daimler jetzt die Idee hat, sich umzustrukturieren. Und er nutzte die Chance, um diesen Blockchain-Bereich mit einigen Leuten auszugründen und in einem eigenen Unternehmen quasi weiterzuführen. Und was ich beim Harry auch bemerkenswert, also die Aussage fand ich bemerkenswert, er hat ja ein Beispiel gebracht mit den Autokonzernen. Wenn die Autokonzerne, die könnten sich ja auf eigene Standards oder auf Zusammenarbeit bei den Motoren, also sprich bei den Zulieferern und so weiter einigen. Aber wenn die sich überhaupt zusammensetzen, kommt das Kartellamt um die Ecke und haut denen kräftig auf die Finger. Das heißt, da wird eigentlich seitens des Gesetzgebers bezüglich Zusammenarbeit und Finden von Standards, von gemeinsamen Komponenten werden bestimmte Strategie oder bestimmte Bereiche, bestimmte Industrien stark behindert. Denk das hängt auch viel
vieles mit dem Kartellrecht zusammen. Ja, richtig, ja. Dass man untereinander sich nicht abstimmen darf im Verborgenen. Nur, denke ich mal, der Gedanke von diesen dezentralen Plattformökonomien ist, dass du letztendlich eine Transparenz ja auch mitbringst und auch zeigst, auf welche Standards man sich einigt und gar nicht dadurch Preisabsprachen machen kann, wodurch dann die Anbieter und die Hersteller letztendlich Preisdruck auf die Kunden ausüben können, sondern eigentlich ist das ja der Vorteil, dass sozusagen die Kunden den Preisdruck ausüben können, da die ganzen Produkte letztendlich alle miteinander konkurrieren. Und man eher andere Gemeinsamkeiten hat, andere Zusammenarbeitsinfrastruktur und Mechanismen noch hat. Was hat das Ganze jetzt mit Blockchain zu tun? Naja, letztendlich braucht man irgendeine Datenstruktur, auf der man Transaktionen ausüben kann. Und wenn man das Gegenteil von einer Blockchain oder dezentralen Datenstruktur nehmen würde, wäre das ja eine zentrale Datenbank. Und da hat man das Problem, dass irgendeiner diese ja beaufsichtigen muss. Und das wäre ja genau das, was gerade bei vielen Plattformen der Fall ist. Jetzt als Beispiel Facebook, die haben auch ein Datenmonopol oder eine eigene Datenstruktur und Datenbank für ihre Plattform und die können da ihre Regeln machen und da die Daten nutzen. Und letztendlich hast du dadurch den Vorteil, dass du Blockchain-Technologie verwendest, dass du mehrere Akteure in dieser Datenstruktur hast und keine zentrale Institution, die alles bestimmt, sondern es ist ein Netzwerk aus vielen unterschiedlichen Akteuren, die miteinander sich auf eine gemeinsame Datenstruktur einigen. Und das ist halt natürlich auch die Sicherheit und Transparenz, die dann so eine Blockchain ermöglicht. Da. Ich danke dir erstmal für deinen kurzen Bericht. Wir sehen und wir hören uns ja in der nächsten Woche wieder. Da geht es dann um den Hackathon, der jetzt am Wochenende in Stuttgart stattfindet. Auf Wiedersehen. Und